Ich bin Roland Hachmann, Head of Social Media Marketing bei DDB Tribal in Hamburg. Nun, da wir gehört haben, welche Ziele wir mit Social Media Marketing Aktionen verfolgen können, stellt sich natürlich die Frage, wie wir das messen. Wir haben uns jetzt drei Plattformen vorgenommen, anhand derer wir das beispielhaft zeigen wollen. Das sind die Plattformen Facebook, YouTube und Twitter. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr Social Media Plattformen, Google+, Pinterest, Instagram, viele Plattformen, die auch mittlerweile schon von vielen Marken genutzt werden. Wir wollen dennoch anhand dieser drei Plattformen einmal zeigen, wie es geht. Alle anderen Plattformen, das würde zu weit führen an dieser Stelle. Es gibt auch sehr viel mehr KPIs, als die wir jetzt nennen werden. Wir zeigen beispielhaft die wichtigsten je Plattform. Das erste ist Facebook. Eine multimediale soziale Plattform. Die Plattform der drei Plattformen, die am meisten Möglichkeiten bietet für User, sowohl was Art der Inhalte angeht, wie auch die Form der Interaktion. Und da haben wir im Bereich Attention als erstes die Kenngröße Fans, die Zahl der Fans einer Marke, einer Fanpage. Dort muss man natürlich dazu sagen, dass Fans selber kein absolutes Ziel sein sollten, denn man kann relativ schnell viele Fans gewinnen, wenn man ein Gewinnspiel macht oder wenn man die Fans vielleicht sogar bei eBay kauft, alles ist möglich. Die Frage stellt sich dann aber, sind es die richtigen Fans? Und außerdem wissen wir auch, dass Facebook sowieso nur 16% aller Fans immer die Beiträge einer Marke anzeigen lässt. Das heißt, nur 16% der Fans sehen überhaupt, was die Marke dort macht. Insofern sollte man sich da eher angucken, wie die Reichweite der Beiträge ist. Das ist die zweite Messgröße. Man kann in den Facebook Insights nämlich genau sehen, welcher Beitrag wie viele User erreicht hat oder wie viele Freunden von den Usern er sogar erreicht hat, wenn der User mit diesem Beitrag interagiert hat. Und interagieren tut der User über so Dinge wie Likes oder Shares. Das ist dann die Response oder die Interaktion, die wir auf Facebook messen können. Das heißt, ein User liked einen Beitrag und zeigt damit seine Sympathie für dieses Thema oder für diesen Beitrag. Oder er verteilt ihn sogar an seine Freunde, er shared ihn und lässt damit seine Freunde wissen, was die Marke dort für Inhalte bereithält. Im Bereich Engagement gibt es zum einen die User-Kommentare. Das sind dann eher Reaktionen auf etwas, was die Marke dort bereits gepostet hat. Und es gibt die Zahl der wirklich aktiven User-Beiträge. Ein User, der von sich aus etwas auf der Timeline postet und dort in Form von Text oder Video oder Ähnlichem von sich aus bereitstellt. Auf YouTube, der größten Plattform für Video-Content, gibt es natürlich im Bereich Attention die Zahl der Video-Views. Letztendlich pro Video oder auch für den Kanal gesamt. Und es gibt die Zahl der Abonnenten eines Kanals. Es gibt durchaus viele User, die sich aktiv dazu bereit erklären und sich als Abonnent registrieren, um immer wieder informiert zu werden, wenn die Marke neue Videos beiträgt. Im Bereich Response oder Interaktion gibt es Likes wie auf Facebook. Es gibt aber auch Dislikes, wodurch User ihre Unzufriedenheit bekunden können, sodass man vielleicht bei einigen Inhalten sogar ein durchschnittlich eher negatives Ergebnis erzielen kann. Es gibt, wie auch bei Facebook, die Shares, also die Zahl der Weiterleitungen. Und es gibt die Zahl der Einbettungen. Wie oft wurde ein Video auf fremden Plattformen eingebettet? Wie oft wurde es in Blogs oder Foren gezeigt, auf externen Plattformen eben? Im Bereich Engagement gibt es natürlich auch Kommentare wie bei Facebook. Es gibt bei YouTube sogar die Möglichkeit, Kommentare in Form von Videos zu verfassen. Das erfordert noch sehr viel mehr Engagement des Users, denn es ist ja mit deutlich mehr Aufwand verbunden, als einen reinen Textkommentar zu hinterlassen. Und es gibt User-Beiträge, wenn man Mitmachaktionen auf YouTube macht oder Gewinnspiele, dann zählt natürlich auch die Zahl der Beiträge, die User da aktiv mit eingebracht haben, um die Partizipationsrate zu ermitteln. Zu guter Letzt schauen wir uns Twitter an. Ein relativ schlanker, textbasierter Dienst. Wenn man die Anbindung an Videoplattformen oder Bilderplattformen außer Acht lässt, denn die gehören im Prinzip nicht zu Twitter, dann gibt es nur noch ein paar wenige KPI. Man kann noch nicht mal ermitteln, welcher Follower eigentlich oder wie viele Follower diese Tweets gesehen haben. Im Bereich Response gibt es Retweets. Wie oft wurde ein Tweet einer Marke weitergeleitet, geshared, retweetet sozusagen. Und im Bereich Engagement gibt es die Messgröße der Ad-Mentions. Wie oft hat ein User über das Verfahren des Ad-Mention einer Marke geantwortet? Das kann man wie einen Kommentar werten. Und
Es gibt die User-Tweets, also wie oft hat ein User ohne Aufforderung der Marke über die Marke getwittert und etwas verfasst. Neben den bereits genannten Messgrößen, die ja eher an klassische Website-Analytics-KPI erinnern, gibt es auch noch das Social Media Monitoring. Da kann man tatsächlich feststellen, was User im gesamten Social Web über die Marke sagen. Man kann mit einem Monitoring-Tool, und davon gibt es mittlerweile viele Anbieter, ermitteln, wie viele User auf welchen Plattformen, wie oft zu welchen Themen oder Stichworten über die Marke schreiben, sprechen, Bilder veröffentlichen, Videos veröffentlichen, und kann sich das Ganze dann zum einen in einer quantitativen Darstellung anzeigen lassen oder auch in qualitativer Form. Das heißt, man kann sich auch eine Sentimentanalyse angucken lassen, in welcher Tonalität haben die User über die Marke geschrieben, und auch O-Töne der User können darin vorkommen. Das heißt, man kann wirklich sehen, was haben die User denn wirklich konkret über die Marke gesagt. Und mit diesem Monitoring, was ja so ein bisschen an eine Marktforschung erinnert, lässt sich sehr viel mehr auch über die Themen und die Interessen der User herausfinden, als das eine klassische Marktforschung eventuell kann. Es ist bedingt vergleichbar, denn man kann keine Fragen stellen wie bei einer Marktforschung, das ist sicherlich ein Nachteil. Man kann aber durchaus Insights generieren, auf die man nie gekommen wäre, wonach man nie gefragt hätte, ein ganz großer Vorteil dieses Tools. Nachdem uns Roland jetzt einmal gezeigt hat, wie solche KPIs im Detail bei einzelnen Plattformen aussehen können und auch wie man so etwas mithilfe eines Social Media Monitorings misst, noch eine Ergänzung dazu, und zwar das Thema Indexwerte oder auch Indizes. Das ist die Möglichkeit, auch im Social Media Umfeld so eine Messung sehr stark zu verdichten und ein Ergebnis sehr plakativ darzustellen. Wir machen das, indem wir eben bestimmte Zielwerte zusammenführen und dann standardisieren, sodass am Ende ein Wert rauskommt, eine Schulnote quasi, die in dem Fall zwischen 0 und 100 liegen kann oder auch zwischen 0 und 10. Aber wir haben jedenfalls etwas sehr Genaues und Standardisiertes. Das bietet dann den Vorteil, man kann es sehr schnell erfassen, man kann es sehr schnell einordnen. Und wenn man es regelmäßig macht, zum Beispiel über ein Jahr hinweg, einmal pro Quartal, kann man darüber auch sehr genau Entwicklungen verdeutlichen und deutlich machen, wie sich die Bewertung im Laufe eines Jahres verändert hat. Wir haben dazu mal ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht, einen Facebook Performance Index, so haben wir es hier mal genannt, der sich eben dann ganz konkret mit der Facebook Performance beschäftigt. Am Ende kommt ein Gesamtwert raus zwischen 0 und 100, das ist sozusagen die Gesamtnote. Wir betrachten jetzt hier mal eine Unternehmenspräsenz, weil das für uns interessanter ist an der Stelle, und sagen, der Beitrag oder die Note setzt sich nachher aus den Dimensionen Brand Engagement zusammen, da wo die Marke etwas tut, das Unternehmen, und auf der anderen Seite User Engagement. Und dann gucken wir uns die ganzen quantitativen KPIs an, die Roland auch zum Teil vorgestellt hat, fügen die dort hinein, untersuchen, wie aktiv war die Marke, wie hat sich ein Dialog entwickelt, haben User was zurückgepostet, haben die sich richtig in ein Gespräch vertieft, und am Ende kommt für die beiden Dimensionen Wert raus und irgendwo ganz oben auch wieder ein Wert zwischen 0 und 100. Und wenn man das dann macht, für verschiedene Unternehmen zum Beispiel, für eine ganze Branche, kann man sehr genau feststellen, wer steht denn da gut da und wer steht da schlecht da und wie kann man Dinge auch besser machen, die nämlich andere besser machen. Da taugen solche Indizes sehr gut dazu. Das vielleicht nochmal zum Schluss, bevor wir ein kleines Fazit ziehen. Wir hatten ja eingangs gesagt, Social Media KPI ist ein ganz neues Feld oder recht neues Feld. Man muss auch weiterhin sagen, wir sind da auf einem Weg und noch nicht am Ziel angekommen. Es darf aber keine Entschuldigung dafür sein, ganz auf KPIs und Ziele zu verzichten. Es gibt nämlich durchaus sehr vieles, was man sich im Vorhinein überlegen kann, und konkrete Ziele, die man definieren kann. Das ist plattformabhängig, das haben wir ja gezeigt. Da kann man ein Gerüst nutzen, und auf der anderen Seite helfen Indizes auch so etwas plakativ darzustellen. Am Ende, und das ist wirklich das, was wir gerne nochmal hervorheben möchten, wichtig, vor einer Aktion sich Gedanken machen. Was will ich erreichen? In welchen Dimensionen? Wie sehen meine konkreten KPIs aus, die dann festhalten und kontinuierlich kontrollieren, aber auch auf User Engagement hören, Kommentare reinschauen, was steht da, ist oftmals sehr wichtig und lässt sich natürlich in solchen quantitativen Zahlen nicht wirklich erfassen.